Versuche noch mal. Aoi. Kein Problem. Nein. Nochmal zu Minoru. So. Noch 5 und er ist gerettet. Das dauert nicht mehr lang.
Muss mal was gucken. Moral. Ich versuche erstmal die Moral und die Harmonie so ein bisschen zu abwägen, aber Moral soll erstmal mehr werden. Fußspuren! Der Professor Gasimons! Da das Rookies sind, bleibe ich noch im Rookie-Level. Obwohl Falcomon digitiert, also noch. Natürlich nehmen wir auch Falcomons Digitation. Mich wundert es nur, dass er so Diatorimon wird, oder wie das Ding heißt. Diatrimon. Sind auch schneller jetzt.
私の番だね。War Fangmon. Econo. Sprich anschließend mit dem Professor. Danach mit Minoru. Ich hoffe, ich hab's nicht verkackt. Gut.
Überspringfunktion mal bleiben. Rio hat auf jeden Fall schon mal seine 40. Wenn man bedenkt, dass der 11 hatte damals. Aber jetzt ist die Frage, kann man die wirklich im ersten Run eigentlich schon retten? Weil man braucht 35 Zuneigung. Die Zugeneigung werden ja nicht mitgenommen. Und wir hätten jetzt 35. Aber wir haben ja 40. Wir kriegen ja 5 plus, damit wir es auf jeden Fall schaffen. Shuji und Sagi können wir auf jeden Fall im nächsten Punkt nicht.
hab mir ja übrigens mal ein Final Fantasy Tactics ein neues Teil gewünscht, ne? Bei den ganzen Remasters, die es momentan gibt, oder Neuankündigungen von Spielen, die man schon vergessen hat. Wer weiß, was in Zukunft noch angekündigt wird? Wenn jetzt noch Final Fantasy Tactics angekündigt wird, ich bin happier als alles andere. So viele gute... Oh, das nächste Jahr wird so geil! Das nächste Jahr wird so awesome! Fängt schon mit Suikoden 1 und 2 an. Und mit Yakuza Ishin und Fatal Frame 4. Allein, dass Crisis Core wieder kommt. Wer weiß, ob Dirge of Cerberus vielleicht auch nochmal wieder kommt. Dann kommt hier noch Final Fantasy Theorism. Sogar für die Konsole. Ich hätte es ja gern für die Switch geholt, aber wenn es für die Playstation gibt, dann holt es man natürlich für die Playstation. Vielleicht hole ich es mir für beides. Aber nee. Wenn es sowas wie Cross-Buy geben würde, das wäre schön. Ach stimmt, wir müssen ja jetzt... Ach, so viele gute Zeug, ne? Terrorism wird ja auch ein... Terrorism wird auf jeden Fall geil. Star Ocean hat mich ein bisschen enttäuscht. Keine 70 Euro wert. Aber hey, hat trotzdem Spaß gemacht, die Demo. Aber ich werde das Spiel mir nicht sofort am Release-Tag holen. Geld gespart. So, ich muss mit keinem bestimmten reden. Wir müssen das Kapitel beenden. Das heißt, fangen und verprügeln. Ah. Nein. Ah, verdammt. Dahin, da müssen wir lang. Selbst Ryu scheint schon mutiger zu wirken. Okay, unser Prof ist weg. Oi, oi, oi. Baka. Du. Den machen wir fertig.
Ja, vielleicht spiele ich heute nur bis zu einem bestimmten Punkt oder so. Und dann spielen wir noch was anderes. Das ist ja ein zweiter Run. Der haut nicht ab. Ich nehme erstmal wirklich die ganzen Digimon, die noch leveln müssen, mit. Frontalangriff. Kenne ich nix. Ich frage mich gerade, ob wir zu Wendigummon werden können. Kacke werfende Mons. Nee, kann sich gar nicht entwickeln. Wir müssen ja Tsuji retten, ne? Wie der über. Ja, ist gut, es sind halt keine. Wollte ich nicht mit den normalen Monstern? Die beiden sind einfach nur dabei ist alles, ne? Kann sein, dass ich für Platin sogar wirklich mehrmals durchspielen muss, ne? Ich weiß doch nicht, was ich für Platin machen muss, weil ich will halt noch nicht nachgucken, was man alles braucht, weil das wahre Ende wartet. Thank you.
Thank you.